Hier sind wir auf einem Leuchtturm am Strand und haben einen kleinen Ausblick über Jagannath Puri. Die Halbgötter, die haben noch einen viel höheren Ausblick auf Jagannath Puri und die sehen die Einwohner von Jagannath Puri als Einwohner von Vaikuntha. Also die sehen die mit vier Armen. Und jedes Mal, wenn die auf Jagannath Puri heruntergucken und die Einwohner von Jagannath Puri mit ihren vier Armen sehen und in der Hand halten sie die typischen Symbole, Konch, also Muschelhorn, Lotus, Keule und Chakra, halten die typischen Symbole und dann fallen die Halbgötter regelmäßig in Unmacht, wenn sie auf Jagannath Puri und ihre Einwohner heruntergucken. Und nicht nur die Einwohner, die sehen sogar die Esel und die Hunde mit vier Armen. Ich habe mich jetzt auf einen wunderschönen Darshan gefreut und ich hatte die falschen Darshan-Zeiten im Kopf. Und das Special Darshan ist schon vorbei, den haben wir verpasst und der nächste Darshan dauert jetzt über eine Stunde. Das sind so Zwergenvieh, oder? Kann das sein? Hier wohnen die Pucharis und die Dibudis in so Hütchen. Und auch jemand drin? Hier sind wir am wunderschönen Ort von Tota Gopinath. Tota Gopinath ist ein selbstmanifestierter Deity, der persönlich von Chaitanya Mahaprabhu gefunden wurde. Und zwar hat hier an diesem Platz Gadadhar gewohnt. Gadadhar durfte mit Chaitanya hier in Jagannath Puri bleiben. Normalerweise war es so, dass die Devotees aus Bengal, die kamen während der Regensaison für 4 Monate hier nach Jagannath Puri, blieben zum Radha Yatra und dann gingen sie wieder zurück. Aber da Gadadhar so eine übergroße Liebe hatte und die Trennung von Sri Chaitanya überhaupt nicht aushalten konnte, durfte er hier mit ihm in Jagannath Puri bleiben und das war sein Ort hier. Er las täglich aus dem Srimad Bhagavatam. 100 Mal rezitierte er die Geschichten von Dhruva und von Prahlad. Und Chaitanya Mahaprabhu kam jeden Tag hierher und hörte zu, wie Gadadhar aus dem Srimad Bhagavatam rezitierte. Einmal kam Chaitanya Mahaprabhu so in Ekstase, dass er rief, wo ist Krishna, wo ist Krishna, wo ist Krishna? Und dann fing er an zu graben. Er fing an zu graben und suchte Krishna. Und plötzlich fand er, als er grub, fand er den Deity von Gopinath. Er rief zu Gadadhar, 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 ich habe den wunderbarsten Schatz gefunden. Und Gadadhar ging hin und da sahen sie diesen Kopf dieses Murtis, der da aus dem Sand kam. Und dann gruben sie ihn aus und sie nannten den Deity Gopinath. Und weil er in einem Garten gefunden wurde, nannten sie ihn Tota Gopinath. Tota heißt Garten. So war das der Tota Gopinath, den Chaitanya hier selbst gefunden hatte und der dann auch von Gadadhar verehrt wurde. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu die Erde verlassen hatte, ging es Gadadhar sehr schlecht.
Er war so sehr im Trennungsschmerz, dass sein Körper sich krümmte und bückte und ganz, ganz klein wurde. Und er konnte sich gar nicht mehr richtig aufheben und er konnte gar nicht mehr richtig die Arme heben, um Girlanden für den Deti umzuhängen oder um ihm Sandelholzpaste auf die Stirn zu tupfen. Sein Körper war klein und er kam gar nicht mehr richtig ran. Und so dachte Gadada darüber nach, dass er jemand anderem, einem anderen Pujari, die Verehrung von Tota Gopinath überließ. Und in der Nacht, als er darüber nachgedacht hatte, dann erschien Chaitanya vor ihm und sagte, hey, warum willst du, dass Tota Gopinath von jemand anderem verehrt wird? Ich möchte, dass er von dir verehrt wird. Dann hat Gadada gesagt, aber ich komme gar nicht mehr richtig hoch, um ihn richtig zu verehren. Was soll ich tun? Es geht nicht. Nein. Ich möchte, dass du Tota Gopinath verehrst. Dann mache ich mich eben kleiner. Und am nächsten Morgen, als Gadada zu seinem Verehrungsservice ging, sah er, dass sich Tota Gopinath hingesetzt hatte. Er hatte sich hingesetzt und es heißt, dass Tota Gopinath seitdem der einzige sitzende Krishna-Deti in der Welt ist. Also ein ganz, ganz, ganz besonderer Deti. Erstens, er wurde selbst gefunden von Chaitanya im Garten. Zweitens, es ist ein sitzender Deti, der einzige in der Welt, wie es heißt. Und drittens, das ist die dritte Geschichte, die es zu diesem Tota Gopinath-Tempel, Tota Gopinath-Deti gibt. Es heißt, dass Chaitanya Mahaprabhu die Welt verlassen hat, indem er in den Deti eingegangen ist. Und es gibt hier einen speziellen Darshan, in dem wird ein goldener Crack am Knie des Detis gezeigt. In diese Stelle soll Chaitanya Mahaprabhu eingegangen sein und so die Welt verlassen haben. Es ist nicht die einzige, die einzige Geschichte, wie Chaitanya die Welt verlassen hat. Es gibt vier Geschichten, wie Chaitanya die Welt verlassen hat. Eine ist, er ist in den Tota Gopinath Deti eingegangen. Die andere ist, er ist in den Jagannath Deti eingegangen. Die dritte Geschichte ist, er ist in den Ocean gegangen und nie wieder herausgekommen. Und die vierte Geschichte ist, er ist in den Gundicha Mandir gegangen und nie wieder herausgekommen. Als hier der Hauptpujari von Tota Gopinath einmal gefragt wurde, warum es so viele verschiedene Geschichten gibt, wie Chaitanya Mahaprabhu die Welt verlassen hat, meinte er, was ist das Problem? Chaitanya ist Gott. Er kann auf viele verschiedene Weisen die Welt verlassen. Also für ihn ist es kein Problem, auf vier Art und Weisen die Welt zu verlassen. Je nachdem, was für eine Beziehung seine Devotees zu ihm haben, diese Beziehung hat er genourished, hat er genährt, indem er auf verschiedene Art und Weisen die Welt verlassen hat. Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur und auch Srila Prabhupada haben öfters die Geschichte von Tota Gopinath bestätigt, dass Chaitanya Mahaprabhu die Welt verlassen hat, indem er in Tota Gopinath eingegangen ist. Hare Krishna. After 2 hours waiting, we got the beautiful darshan of Tota Gopinath. Unfortunately, we could not see the crack in the knee where Chaitanya entered. But Pradyumna and Vamana went there early morning next day and got the darshan. Tota Gopinath is a very special sacred place, and whoever is in Puri should go and visit. Hier sind Sanddünen in der Nähe, die hat Mahaprabhu als Govardhan verwechselt. Und er ist dann drauf zugerannt auf diesen Govardhan und niemand konnte ihn mehr aufhalten. Und dann plötzlich wurde er von Ekstase überkommen und hat alle Symbole der Ekstase halt manifestiert. Und steht hier: Blood and perspiration flowed increasingly from every pore of Gauranga's body.
Why is it beautiful? Ah, ich denke mal, es muss doch schön sein, oder? Weißt du, es muss doch... Ekstase ist doch was Schönes, oder? Aber das klingt immer so total verrückt und total... Diese körperlichen Erscheinungen, die zeigen. Mahaprabhu's golden form turned white like a conch shell and he trembled. Ja, total gezittert und ist ganz weiß geworden. Und für mich klingt es so wie totale Schockstation. So. Total ist Blut überall, schwitzen, weiß, zittern, Tränen, unendlich viele Tränen. Ich stelle mir das nicht schön vor. Das ist eher furchterregend für mich. Aber es sind nur die äußerliche Erscheinung, du weißt ja nicht, was er innerlich empfindet, ja, und fühlt. Und natürlich. Aber warum sieht es so... Warum sieht es so aus? Weil dieser Körper mit Transzendenz in Verbindung kommt, dann passiert sowas. Der Körper ist nicht gemacht für sowas, eigentlich. Unser Körper ist nicht darauf ausgelegt, solche transzendentalen Ekstasen zu erleben. Stock halt und den nicht zu warmen erkennen. Im Gegenteil, er limitiert uns eigentlich, diese transzendentalen Ekstasen zu erleben. Und wenn dieser Körper mit transzendentaler Ekstase in Verbindung kommt, dann verbiegt er sich und wird wie Gummi und wird weiß und fängt zu schwitzen an. Blut kommt aus jeder Pore und Schweiß und alles Mögliche, weil die Seele, das wahre Selbst, in Ekstase gerät. Und das ist einfach nur auch noch ein. Aber der Seele ist es total egal, weil es einfach nur noch Ekstase ist. Transzendentale Ekstase. Und wenn das Bewusstsein wieder zurückkehrt in diesen materiellen Körper, dann ist es auch wieder okay. Dann formt sich der Körper dementsprechend auch wieder zu den Umständen.